Calamari und Blutwurst kombiniert Konstantin Filippo heute für uns. Die Blutwurst in 2 cm dicke Scheiben schneiden. Und in glattem Mehl beidseitig wenden. In Öl braten, danach auf Küchenpapier abtropfen lassen und im Rohr bei 100 Grad warm stellen. Die Calamari-Tuben putzen, halbieren und innen einschneiden. Wichtig ist, dass die Calamari trocken sind, weil sie sonst in der Pfanne zu viel Wasser abgeben. In etwas Olivenöl gemeinsam mit angedrückten Knoblauchzehen und Salz scharf anbraten. Kurz danach herausnehmen und beiseite stellen. Lauch und Zwiebel schneiden. In Olivenöl bei leichter Hitze glasig anschwitzen lassen und mit Wasser ablöschen. Die vorgegarten Kichererbsen beigeben und mit Kreuzkümmel, gehackter Petersilie, Koriander, Salbei, Knoblauch, Lorbeer, etwas Zitronensaft sowie Salz und Pfeffer abschmecken. Zum Schluss mit Olivenöl verfeinern. Öl gemeinsam mit Knoblauch und Salz erhitzen und den Spinat zugeben. Kurz anschwitzen lassen und bis zum Servieren beiseite stellen. Das Kichererbsen-Ragout in die Mitte von tiefen Tellern schöpfen, mit den Calamari sowie den angebratenen Blunzenscheiben anrichten. Mit Zitronensaft beträufeln. Den angebratenen Spinat darauf legen, etwas frischen Spinat dazugeben und mit dem Abrieb einer unbehandelten Zitrone vollenden. Wir wünschen gutes Gelingen!